Fletcher, das ist die Situation. Boah, Sky wieder. Oh Gott. Junge, unfassbar. Ist der wollte den Baum ausweichen, damit er da nicht drauf fährt. Und mit Juan Antonio Fletcher und Hucherland, Johnny Hucherland mit Salto sogar rüber in die Weide. Nein, super. Wow. Super. Er sitzt wieder. Oh, Gott sei Dank. Und was ist mit Hucherland? Hoffentlich sitzt er auch wieder. Man hat ja oder man wird die Anzahl der Motorräder nach dem Unfall auf dem Weg zum Cap Frehel reduzieren. Dort hat ja ein Motorrad den dänischen Meister Nicky Sørensen mitgenommen. Aber das, was wir hier heute gerade gesehen haben, haben wir noch nicht erlebt. Was ist das für eine Etappe? Wirklich voller Stürze, voller Dramatik. Und Gerd sagt es ganz richtig, wir sind sehr, sehr froh, dass hier Fletcher schon wieder weiterfahren kann. Und wir hoffen, dass auch Hucherland sich nicht schwer verletzt hat. Der hat sich hier das Bergtrikot geholt, aber wir schauen uns jetzt die Bilder noch einmal an. Nicht, weil wir uns daran weiden wollen, sondern einfach, weil man auch noch mal sieht, wie gefährlich das ist und wie wachsam man hier in jeder Sekunde sein muss. So, da kommen die Bilder noch einmal. Das Fahrzeug vom französischen Fernsehen. Johnny Hucherland fährt dort in den Zaun hinein. Hoffentlich kein Stachel dort graben.